Herzlich willkommen zu Urknall, Weltall und das Leben. Der zweite Teil unserer Diskussion zwischen Harald Lesch und Ernst Ulrich von Weizsäcker steht an. Menschheit, wo stehst du und wie soll es jetzt weitergehen? Und wie meine liebe Frau so schön sagen würde, wir müssen reden. Nach unserem letzten Beitrag, also dieser ersten Hälfte der Diskussion, da gab es ja hitzige Debatten. Also sowohl in der Community auf YouTube als auch auf unserer Webseite im Forum. Und für meinen Geschmack, muss ich ehrlich sagen, wird es jetzt zu politisch für unseren Kanal. Und also ich persönlich als völlig unpolitischer Mensch sehe das mit ja, Bedauern. Also deshalb bin ich sehr froh, dass wir eine klare Trennung hier im Kanal fahren werden. Der Verlag Komplett Media, der ja auch hier maßgeblich beteiligt ist, der wird einen zusätzlichen neuen Kanal eröffnen mit dem Titel Zukunft Erde. Und dort werden diese politischen, diese gesellschaftskritischen Themen, natürlich allen voran die Umweltthemen, eine neue Heimat finden. Und wir werden uns hier wieder auf das, was ich als unsere Kernkompetenz empfinde, eindampfen, nämlich auf Naturwissenschaft, auf Astronomie, Kosmologie, Grundlagenforschung. Mir geht es darum, ich möchte diese Faszination teilen mit Ihnen, diesen Versuch, diese Welt zu begreifen, in der wir leben. Und das sind die Themen, die ich spannend finde. Diese Modelle so zu erklären, auch dass sie möglichst allgemein verständlich sind, aber sie nie weiter zu vereinfachen, als es wissenschaftlich korrekt wäre. Das ist ja der schmale Grat, an dem wir hier im Kanal entlang uns hangeln. Das ist das, was ich in der Reihe von Aristoteles zur Stringtheorie beispielsweise jetzt vermitteln möchte. Da werden wir noch. Wir haben noch zwei Anthropozän-Beiträge von Harry, die werden wir noch einstreuen. Und wir haben noch zwei, drei Beiträge zu der Frage, wie wird die Welt in 100 Jahren aussehen. Aber wir werden keine neuen Themen in dieser Form mehr hier aufsetzen. Wir hatten auch intern heftige Diskussionen. Also ich persönlich zum Beispiel tue mich sehr, sehr schwer mit dem Begriff Protestwähler. Weil dieser Begriff in meinen Augen etwas Abwertendes hat. Und das ist ganz gefährlich in meinen Augen in einer Demokratie. Demokratie, so wie ich sie begreife, die lebt davon, dass es eben genau nicht unterschiedliche Gewichte gibt, sondern jede und jeder gleichermaßen und im selben Umfang über ein aktives wie ein passives Wahlrecht verfügt. Und jede Bezeichnungsweise, die dazu führt, den einen irgendwie als differenzierter wählend zu verstehen oder schlauer und dümmer beispielsweise, das ist schrecklich in meinen Augen. Also es kann keine Rolle spielen, welchen akademischen Grad ich beispielsweise habe oder welchen Beruf ich ausübe. Um das zu verifizieren, habe ich hier zum Beispiel hier mal das ist meine Doktorurkunde. Und da steht hier, ja, also der Grad Naturwissenschaft, Doctor Rerum Naturalium. Also dieser Herr Gassner, der hat sich offensichtlich irgendwie beschäftigt mit naturwissenschaftlichen Themen. Und dafür wird ihm diese Urkunde verliehen. Toll. Nur, ich sehe hier nichts. Absolut nichts davon stehend, dass ich in Zukunft irgendwie vielleicht doppeltes Wahlrecht hätte oder besonders kompetent wäre jetzt plötzlich in welchen Fragen des täglichen Lebens auch immer. Auch durch eine Berufung an einen Lehrstuhl erhalte ich nicht mehr Gewicht durch meine Stimme, wenn ich zum Wählen gehe. Also wie wollten wir das handhaben? Wollen Sie irgendwie mit einem qualifizierten Abschluss kriegen Sie eine Stimme und mit
der mittleren Reife kriegen sie dann irgendwie 2 Stimmen und mit Abitur kriegen sie 3 Stimmen. Nein, zum Glück ist das eben nicht so. Und deshalb muss man aus meiner Sicht sehr vorsichtig sein mit Begriffen, die Menschen, die ein klares Votum abgeben, eine klare Meinung äußern, abzustempeln, beispielsweise als Protestwähler. Für mich persönlich ist es jetzt von nun an offen deklariert das Unwort des Jahres. Aber es ist eigentlich gar nicht so spaßig, muss man ehrlich sagen. Das ist auch mit ein Grund, diese ganze Titelgeschichte, warum ich, wenn Sie es mal beobachten, in den letzten beiden Jahren, die wir jetzt diesen Kanal betreiben, grundsätzlich keine Titel mit angebe. Weil ich der festen Überzeugung bin, dass auch ein Beitrag, ein Video, ein naturwissenschaftlicher Aspekt entweder ein guter ist oder ein weniger guter, unabhängig davon, ob der Referent jetzt welche Titel auch immer besitzt. Deshalb macht es auch schon im Vorfeld gar keinen Sinn, die alle anzugeben. Dann, lange Rede, kurzer Sinn, wünsche ich viel Vergnügen mit Harald Lesch und Ernst Ulrich von Weizsäcker. Welche Visionen entwickeln Sie in dem Bericht, an dem Sie arbeiten, was das betrifft? Das ist jetzt ein dritter Bericht Ja. jenseits von Anders Wijkman, Ellen MacArthur Ja. und von Ugo Bardi. Ein neuer Bericht, der erst im Embryonalstadium fertig ist, der hat im Wesentlichen drei Teile. Im ersten Teil schreiben wir, ich glaube trivialerweise wahrheitsgemäß, dass die Entwicklung, wie sie heute stattfindet, einschließlich der von den Vereinten Nationen verabschiedeten 17 nachhaltigen Entwicklungsziele, böse enden wird und in Katastrophen, einschließlich Klima. Und damit viele der von Ihnen mit Recht diagnostizierten gefährlichen Trends verschlimmert. Unter Absingen von Oden an die Nachhaltigkeit zerstören wir die Erde mit einer Riesengeschwindigkeit immer mehr. Das ist Teil 1. Teil 2 spricht darüber, dass und warum die naheliegenden Abhilfen nicht stattfinden. Und sagt, im Anschluss an die großartige Enzyklika von Papst Franziskus Laudato Si, dass wir in einer geistigen Krise sind, einer philosophischen Krise, die unter anderem darin besteht, dass man den Markt gewissermaßen heilig gesprochen hat, das muss auch die Kirche ärgern, den Staat zurückgestutzt hat auf polizeiliche Arbeiten, das ist die Denke eines Milton Friedman, Ja. und gleichzeitig die Langfristigkeit, die öffentlichen Anliegen damit mit Füßen tritt. Und dann kommt in diesem zweiten Teil eine präzise Kritik der Fehlzitierung der heiligen, in Anführungsstrichen, der Ökonomie, Adam Smith, David Ricardo und so weiter, auch Charles Darwin in gewissem Sinne, mit der jeweiligen Absicht, den Starken zum Durchbruch und den Schwachen zur Niederlage zu verhelfen. Und das kritisiert seine Heiligkeit Papst Franziskus mit Recht als die soziale Krise. Und am Ende davon steht dann, wir brauchen eine neue Aufklärung. Denn die alte Aufklärung war damals ungeheuer aufregend und wichtig und ist heute verkümmert in eine Lobhudelei auf Freiheit und Egoismus. Und das kann es nicht gewesen sein. Und dann kommt der dritte Teil. Der ist auf Englisch überschrieben mit dem Wort Come on. Das ist auch der Titel des Buches. Und heißt, liebe Leute,
resigniert nicht. Wir können selbst unter den heutigen, völlig verkehrten Randbedingungen Fantastisches schaffen. Mhm. Und dann kommen da furchtbar viele Beispiele, das ist noch im Entstehen, über Kaskadennutzung von Rohstoffen und Energie, mhm. über Schaffen von Arbeitsplätzen im ländlichen Indien, mhm. was vollkommen hoffnungslos mhm. aussieht, über eine Kreislaufwirtschaft, die Arbeitsplätze schafft, und dann über das Schaffen von Randbedingungen, die heute nicht existieren, die es sozusagen der breiten Masse und nicht nur den edlen Pionieren möglich macht, richtig Geld zu verdienen mit dem Richtigen statt mit dem Falschen. Ja. Ich erlebe das ja bei vielen, und Sie ja wahrscheinlich auch bei vielen Vorträgen auch, dass man schon praktisch, ohne dass man diese ganzen Hintergründe kennt, das Gefühl hat, mit der ersten Aufklärung sind wir schon nicht durchgekommen. Das hat sich schon, das ist schon in eine Richtung gegangen, wo der Individualismus, der ist so stark angetrieben worden dadurch, dass praktisch alles andere, also man könnte es ja auch Egomanie bezeichnen, praktisch hinten dran ist. Ja, vielleicht darf ich dazu noch etwas sagen. Sie sprechen den Individualismus an. Ein zentraler Teil des zweiten und dritten Teils des Buches ist die Forderung nach Balance. Mhm. Mhm. Und das Übertreiben des Individualismus, das Übertreiben von Religiosität, das Übertreiben von Staatsgläubigkeit, mhm. das sind die eigentlichen Gegner. Ja. Das ist also die Übertreibung ist der Gegner, nicht das Spezifische. Ja, das stimmt. Das ist Aristoteles. Das habe ich jetzt unlängst in der Ethikvorlesung habe ich das vorgestellt. Dass es natürlich das Beste ist, von allem das richtige Maß zu finden, in der Mitte zu finden. Und das ist in den asiatischen Kulturkreisen stärker verankert als in den monotheistischen. Mhm, mh. Obwohl wir natürlich jetzt zurzeit aktuell sagen müssten, wenn wir uns angucken, wer verbraucht am meisten, wer emittiert am meisten, zumindest für China. Gilt das? Oder würden Sie immer noch sagen, dass die also pro Kopf sind die Chinesen brav. Ja. Und im Übrigen, in dem 13. Fünfjahresplan haben sie stramme Umweltveränderungen mhm. drin. Ja. Das ist beschlossene Sache. Ja. Also ich finde, die Chinesen sind alleine schon aus diesem Grund sehr zu loben. Und etwas, was ja noch viel dramatischer ist, sie sind das einzige Land der Erde, was eine Stabilisierung der Bevölkerung geplant und durchgesetzt hat. Ja. Mhm. Und zugleich hat man den Eindruck, dass sie sehr, 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 sehr schnell lernen. Sie haben die Fehler schnell gemacht, aber sie lernen sehr schnell aus den Fehlern. Ja. Wir sind an der Spitze bei den Erneuerbaren in der vollen Bandbreite, ob es Windkraft oder Solarpower ist oder was auch immer. Also da lässt sich tatsächlich viel für uns Europäer gewinnen. Wir sind da. Aber woran liegt es? Liegt es daran, dass wir schon so saturierte Gesellschaften sind, dass bei uns eben dieses Come on. Das Come on ist ja eigentlich, komm, jetzt lass die nicht so hängen jetzt, ja? Ja, genau. Das soll es ja sagen. Da geht was, da ist was möglich. Aber wir reagieren zwar sehr enthusiastisch in einem kurzen Moment, ob es jetzt bei Obamas Yes We Can oder unserer Kanzlerin, wir schaffen das. Und das bleibt dann nicht. Weil es dann genügend Nörgler gibt und Schlechtreder, die auch ja teilweise wirklich atmosphärisch sowas schaffen, wo der Enthusiasmus, der noch viel, viel länger getragen hätte, auf einmal verschwindet wie Luft aus dem Ballon mit dem Loch. Ja. Also gerade bei der Flüchtlingsdebatte muss ich ehrlich sagen, ich war so stolz auf so viele Leute, die an der Grenze zu Österreich einfach vor Ort wahnsinnig gute Arbeit geleistet haben. Die Verwaltung von Oberbayern, was die da gezaubert haben, das war erstklassig. Und anstatt die Leute zu loben und jeden Tag alle Viertelstunde auf Bayern 5 zu bringen, hier haben wir wieder jemanden, der bringt gute Sachen. Stattdessen hören wir, wie die Aktienindizes variieren. Da sind die völlig falschen Nachrichten. Ja? Und deswegen habe ich den Eindruck, dass dieses Momentum, was da ist, dann häufig in diesem ganzen Ökonomisierungs- oder in dieser ökonomisierten Welt verschwindet, weil es dann auch nicht passend ist. Ja. Ja. Ganz meine Meinung. Manchmal werde ich gefragt, haben wir eigentlich noch Zeit, um alles umzusteuern? Dann sage ich, der schlimmste Zeitverlust ist euer Pessimismus. Ja, ja, genau. Und wir müssen dafür sorgen, dass die Begeisterung mit konstruktiven Ansätzen und Arbeiten, mhm.
die durchaus rational begründbare Skepsis überwiegt, ja, und dann auch ein bisschen ansteckend wird. Ja. Und wir hoffen vom Club of Rome, dass dieser neue Bericht, wahrscheinlich ein Bericht des Club of Rome, an die Welt und nicht der Bericht eines Autors an den Club of Rome, ja, ja, dazu beiträgt, ohne Beschönigung der Trends, der Gefahren, der geistigen Krise, zu sagen, come on. Auf geht's. So, ja, jetzt. Wunderbar, dann. Genau. Besser kann man es nicht, finde ich auch. Ich drücke euch die Daumen. Man hat ja den Eindruck, gerade auch im Zusammenhang mit der Energiewende, dem Thema Klimawandel, Energiewende, dass ja die große Hoffnung eigentlich nur die Ökonomie sein kann. Wenn man jetzt die Pariser Vereinbarung so nimmt und sagt, okay, wir wollen also unbedingt verhindern, dass wir dieses 2-Grad-Ziel erreichen, was wäre denn der stärkste Hebel? Dann sind die Hoffnungsträger Investment Trusts zum Beispiel, die deutsche Allianzversicherung zieht sich zurück, selbst der norwegische Pensionsfonds zieht sich immer mehr und mehr aus kohlenstoffbasierten Unternehmen zurück, die also ihr Geld mit fossilen Brennstoffen verdienen, sondern es soll immer mehr und mehr praktisch frei von Kohlenstoff sein. Weil wir alle wissen, wenn der Kohlenstoff in die zu viel Kohlenstoff in die Atmosphäre kommt, dann werden wir das 2-Grad-Ziel auf jeden Fall reißen, um mal einfach nur dieses Ziel so plakativ zu nehmen. Das heißt, die Hoffnung ist jetzt, dass die ökonomischen Prinzipien, dass also die Renditegier der Ökonomie dazu führt, dass wir diesen Turn, den wir brauchen, schneller vollziehen können. Ist da Hoffnung oder würden Sie sagen, also da ist eigentlich Hopfen und Malz verloren, wenn wir keine Bewusstseinsänderung kriegen, dann wird uns die Ökonomie auch nicht retten? In Ihrer Wirklichkeitsbeschreibung ist eine ganz gute Nachricht und eine ganz schlechte Nachricht. Mhm. Die ganz gute Nachricht ist, dass die Stimmung an den Weltfinanzmärkten so ist, dass man nicht mehr auf Kohle wettet. Mhm. Und das ist eine fantastische Nachricht. Vor 3 Jahren war das noch völlig anders. Ja. Und deswegen stagnierten die Klimaverhandlungen und deswegen konnte in Paris was passieren. Auch noch ein richtiger Aspekt, ein positiver Aspekt ist der, dass der Weltbankpräsident und Frau Dr. Merkel und François Hollande und eine ganze Reihe von internationalen Unternehmen und Nichtregierungsorganisationen eine Allianz für Kohlebesteuerung eingeführt haben. Mhm. Muss man sehen, wie sich das durchsetzt. Aber wenn die sich wirklich durchsetzen, dann wird der Trend der Finanzmärkte weg aus der Kohle verstärkt. Ja. Der schlechte Teil der Nachricht ist, dass angeblich die Politik vollkommen hilflos ist, sondern dass nur die Finanzmärkte noch irgendwas ausrechnen können. Ja. Und das ist eine sehr schlechte Nachricht. Erstens für die Demokratie, ja, zweitens für die Umwelt, denn die Politik ist legitimiert, langfristig zu denken. Die Finanzmärkte denken in Sekundenschnelle. Ja. Das ist viel zu kurzfristig. Mhm. Und wir müssen dringend dafür sorgen, dass da wieder eine Art von Balance hergestellt wird zwischen den öffentlichen Anliegen, vertreten durch die Politik, und den privaten Gieranliegen, die durch die Finanzmärkte repräsentiert werden. Im Moment ist das ja eine völlige Unwucht. Ja. Zur Zeit, als der alte Adam Smith sein Grundgerüst der freiheitlich gelenkten Marktwirtschaft entwickelte, war die geografische Reichweite der unsichtbaren Hand des Marktes und die geografische Reichweite des Rechts des Staates identisch. Mhm. Ja. Und damit konnte man sagen, war Balance. Das waren noch Zeiten, kann man das sagen. Konnte der Staat, ja, der Finanzwirtschaft noch sagen, und das sind unsere Regeln. Mhm. Heute geht das nicht mehr, mhm, weil der Weltmarkt ist Welt und der Staat ist national. Also erpresst der internationale Finanzmarkt den Deutschen Bundestag und die österreichische Nationalversammlung und so weiter. Mhm, sie müssten dafür sorgen, dass die Kapitalrendite in ihrem Land noch höher wird, mhm, damit man da überhaupt noch investieren kann. Ja, ja. Und diese Erpressung muss überwunden werden durch globale Regeln, auf die wir uns endlich einigen müssen. Mhm.
aber man hat ja eher den Eindruck, dass was ganz anderes passiert, dass nämlich jeder Staat sich sozusagen seine eigene Nische versucht zu finden, wie er unter dem Renditedruck, den die globale Ökonomie oder diese globale Finanzwirtschaft da macht, noch überleben kann. Also die Steuern werden abgesenkt. Eine Börsentransaktionssteuer, Finanztransaktionssteuer gibt es schon mal gar nicht. Selbst in Europa, wo man sich ja versucht hat, mindestens einige Länder darauf zu einigen, ich höre nichts davon, vielleicht wissen Sie mehr. Die Briten haben natürlich völlig was dagegen, weil die haben einen erheblichen Teil ihres Bruttosozialprodukts in Finanzprodukten. Und zugleich erhöht sich die Geschwindigkeit der Finanztransaktionen ja noch so gewaltig, dass man sich fragen muss, inwieweit können politische Strukturen dieser Ökonomie überhaupt noch was entgegenstellen? Wenn man so hört, die 15 reichsten Amerikaner besitzen 650 Milliarden Dollar. Die 100 reichsten Deutschen besitzen 450 Milliarden Euro. Das sind ja alles Größenordnungen. Da ist ja der Staatshaushalt der Bundesrepublik Deutschland sind 320 Milliarden oder was haben wir jetzt? Das heißt, wir reden hier über Menschen, die durchaus mit einem enormen Hebel sowohl in die eine wie in die andere Richtung ja schon längst hätten Bewegungen ausüben können. Wenn man sich mal anschaut, mit welchem sogenannten Leverage da inzwischen in der Finanzbranche gearbeitet werden kann, über Derivate hätte man ja auch zum Beispiel eine ökologisch angetriebene Finanzwirtschaft haben können. Und trotzdem ist es nicht passiert. Trotzdem hat sich genau das Gegenteil entwickelt. Also sieht der Club of Rome oder sehen all diejenigen, die sich mit der Zukunft der Menschheit beschäftigen, da irgendwo eine Linie, eine Perspektive, dass es mal besser werden könnte? Oder muss es erst noch viel schlechter werden, damit es besser wird? Also Herr Hals, Sie haben angefangen mit einer Kritik der gegenwärtigen Handlungen der Staaten. Mit Recht. Trotzdem habe ich als ehemaliger Politiker, zwei Legislaturperioden im Bundestag, ja, Verständnis dafür, dass der Staat auf das Heute reagieren muss. Ja. Mhm. Auch um Spielräume zu haben, um an das Morgen zu denken. Ja. Also ich finde es gut, wenn im Rahmen dessen, was die Finanzmärkte dem Staat heute erlauben, das Beste oder sagen wir mal nicht das Schlechteste gemacht wird. Ja. Mhm. Aber das ist prinzipiell nicht gut genug. Mhm. Völlig richtig. Und dann braucht man Institutionen, wie Papst Franziskus, der mit Laudato Si diese Finanzwelt schärfstens kritisiert. Mhm. Man braucht Nobelpreisträger wie Joe Stiglitz, der als Ökonom die Unsinnigkeit dieses Systems kritisiert. Ich kenne von der Ressourcenseite Leute, die kritisieren, dass wenn ein Kohlefrachter von Australien, sagen wir mal, nach Rotterdam fährt, dass während er fährt, die Kohle 5 bis 10 Mal den Besitzer wechselt. Das ist vollkommen abenteuerlich. Und heißt einfach, die Finanzwelt regiert über die Realwelt. Ja, ja. Und das ist völlig aus den Fugen geraten. Sein, ja. Und dann gibt es den Club of Rome, der gerade dabei ist, in einem neuen großen Aufbruch die Analysen der Kritik der Finanzwelt, des Egoismus, eines fehlverstandenen, viel zu schwächlichen Staatsverständnisses, einer ungebremsten Geburtenentwicklung in Afrika und an anderen Stellen und so weiter, so zu beschreiben, dass jeder sieht, so kann es nicht weitergehen. Und dann kommt der dritte Teil dieses geplanten Buches, wo wir zeigen, aber schon unter heutigen Bedingungen können wir tolle Sachen machen, einschließlich einer nationalstaatlichen Korrektur der Bedingungen, sodass in dieser Nation diejenigen, die langfristig denken, besser verdienen als diejenigen, die zerstören. Mhm. Mhm. Und das Ganze dann auch noch auf europäischer Ebene und so, dass insgesamt auch Arbeitsplätze erhalten werden, statt durch Industrie 4.0 ständig vernichtet werden. Vernichtet werden, ja. Und
bei alternativen Konzepten der Ökonomie, es gibt ja den Ausdruck der Blue Economy. Was ist denn, also was Green ist, wissen alle, was ist denn dann Blue? Ist das die blauäugige Ökonomie oder also, wovon handelt die? In dem Buch werden andere Konzepte von Ökonomie eine zentrale Rolle spielen. Die Blue Economy wurde von Gunther Pauli, einem sehr international aufgestellten Belgier, entwickelt. Er lebt zurzeit in Kapstadt und hat ein Buch als Bericht an den Club of Rome geschrieben. 10 Jahre, 100 Innovationen, 100 Millionen Arbeitsplätze. Über insbesondere Kaskadennutzung von Rohstoffen und Energie. Und in jedem Kaskadenschritt kann es wieder Arbeitsplätze geben. Und während die heutige Ökonomie so ist, dass man ein neues Laptop oder so kauft und wenn es vorbei ist, dann schmeißt man es weg. Und da gibt es zwar noch eine Elektronikschrottverordnung, aber das ist längst nicht gut genug. Dagegen mit einer auf Dauerhaftigkeit ausgelegten Wirtschaft kommt Reparatur, Refurbishment, Remanufacturing und viele andere Techniken viel besser zur Geltung. Überall entstehen Arbeitsplätze. Und das Ganze ist insbesondere für Entwicklungsländer geschrieben. Und dann eine andere Art von Unterscheidung bringt unser Co-Autor Herman Daly, der früher bei der Weltbank einer der großen Ökonomen war, der sagt, die ganzen Konzepte der Ökonomie sind entwickelt worden in der leeren Welt, als die Menschheit klein und die Natur groß war. Heute ist die Menschheit übermächtig groß und die Natur klein geworden. Ja. Heute haben wir eine volle Welt. Und die Konzepte, die für die leere Welt noch einigermaßen in Ordnung waren, sind für die volle Welt genau die falschen. Das halte ich für ein extrem überzeugendes Argument, dass wir tatsächlich in vielerlei Hinsicht ja mit Konzepten arbeiten, die stammen aus einer Zeit und nur weil aus einer Zeit zu Beginn des 18. oder Beginn des 19. Jahrhunderts. Und nur weil sie erfolgreich gewesen sind, haben sie sich durchgehalten. Ja. Worüber wir ja die ganze Zeit reden, ist zumindest mein Eindruck, nicht immer ist das so, aber ich kann es nur selten unterdrücken, ist die Haltung von Wissenschaftlern zu Beginn des 19. Jahrhunderts, die der Meinung gewesen sind, man könne alles ganz genau vorausberechnen, wisse also um sämtliche Zusammenhänge. Und könne jetzt einfach so, also dieser Extrapolationscharakter des 19. Jahrhunderts, das ist alles nur noch eine Frage der Zeit und dann haben wir alles im Griff. Und dieses im Griff haben, das ist, glaube ich, die Hybris der Moderne in allen Varianten. Wenn ich daran denke, dass wir mit dem Weltbruttosozialprodukt von 70 Billionen Dollar uns Derivate, also Versicherungsscheine von 700 Billionen halten, das ist ungefähr so, als wenn ich mir ein Auto für 2.000 Euro kaufe und es für 20.000 Euro versichere. Was für ein Interesse habe ich dann noch, dass dieser Wagen heil bleibt? Dann habe ich doch ein viel größeres Interesse daran, dass es kaputt geht. Und scheinbar sind wir genau in diesem Zustand, dass wir offenbar mit den Derivaten, zumindest nicht wir alle, aber doch viele, der Meinung sind, und spekulieren wir doch lieber drauf, dass es kaputt geht. Nur was soll man dann machen? Wir haben keinen anderen Planeten als den. Echt? Ja. Und die Außerirdischen werden uns nicht retten, ganz bestimmt nicht. Ja. Nein.